Naja, also da nur begrenzt viel Platz ist, sollten wir das aber anders machen. So, also das mache ich jetzt einfach mal hier irgendwo hin, wenn das geht. So, da geht das hin. Und dann machen wir hier mal. Wieso sieht man da eigentlich die U-Bahn? Die U-Bahn interessiert mich doch gar nicht. Egal. So, und. Nein. Dahin. So, ich hoffe, das reicht so vom Gebiet her. Und ich hoffe, das ist auch nicht zu viel. Dann fahren wir noch mal nach da oben hin und holen da den Rest der Leute ab. Und dann geht das Ganze wieder zurück. Und das Ganze müssen wir jetzt noch mal machen. Ich glaube noch 3, 4 Mal und dann ist das in Ordnung. Dann sind wir auf jeden Fall sehr gut abgesichert, glaube ich. Weil mehr braucht man dann wirklich nicht. Aber da bin ich mir noch nicht zu sicher. Na, vielleicht reicht das ja gar nicht, was ich hier mache. So, dann fahren die auch da oben lang, falls in dem anderen Ding kein Platz mehr ist. Und dann bauen wir noch schnell eins. Geht ja jetzt alles sehr schnell. So, ich mache das jetzt auch sehr schnell. Da gibt es keine Wasseranbindung. Haben wir genug Wasser? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja eine Katastrophe. Ja, jetzt muss hier die Katastrophenschutzeinheit kommen und dafür sorgen, dass sie alle Wasser kriegen, oder nicht? Ja, normalerweise sollte das ja so ablaufen. So, und wieder zurück. Und jetzt gucken wir nach dem Wasser. Wir haben genug Wasser, aber die haben kein Wasser. Dann ziehen wir das einfach darüber. Und dann reicht das doch, ne? Natürlich reicht das nicht. So. Und so. Jetzt müssen die aber Wasser kriegen. Ja. Gut, wo fehlt denn hier noch was? Hier fehlt noch was. So, wer braucht noch Katastrophenschutz? Baue ich hier für alle hin und ich bezahle das auch. Ich habe nur noch 500.000, 570.000 und ja, mal gucken, wie viel wir hiervon noch bauen können, bis wir kein Geld mehr haben. Dauert bestimmt gar nicht mehr so lange. So, damit fahren wir jetzt hier das gesamte Gebiet ab. So, und hier wieder zurück. Und dann ist das hier auch fertig. Ja, jetzt müssen wir nur noch hier und hier und dann ist das schon fertig. Ich würde sagen, hier machen wir so ein kleines hin oder ein großes für alle. Also für hier und. Nee, das sind zwei einzelne Gebiete. Dann mache ich einfach so. So, ganz schnell evakuieren hier. Hier ist aber schlechter Verkehr, ne? Egal. Die Arbeiter müssen ja irgendwie evakuiert werden. Da. So. Ich freue mich schon drauf, wenn die alle mit ihren Autos da reinfahren wollen und dann der komplette Verkehr zusammenbricht. Das wird bestimmt sehr lustig. Jetzt brauchen wir hier noch Platz. So. Das geht auch ganz schnell. Einfach dahin und dann dahin und dahin und dahin und jetzt fährt er einmal über die Autobahn, egal. Kann er nicht hier abbiegen oder ist es eine Einbahnstraße? Ich glaube, das geht nicht. Okay. Da und da. Und da und wieder zurück. Na, ja. Gut, und dann hier noch ein so ein Ding. Und das reicht dann auch. Erstmal. Dann können wir erstmal hier normal weitermachen.
bis dann irgendwas passiert. Jetzt passiert ja erstmal nichts. So, die werden hier alle abgeholt von diesem Bus oder was das ist. Können wir bestimmt bald mal beobachten, wenn wir Glück haben. Jedenfalls gibt es hier zufällig Katastrophen und ich weiß nicht, wann das ist. Das ist schon irgendwie beängstigend, ne? Aber ist ja im echten Leben irgendwie nicht anders. So. Ja, das kann dann hier mal weg. Jetzt machen wir normal weiter. Soll ich es riskieren? Falls jetzt der Ton weg ist, dann liegt das daran, dass wir keine Genehmigung dafür haben. Also, dass ich keine Genehmigung dafür habe. Hört sich das irgendwie an wie Weihnachtsmusik oder so? Egal, passt ja. So. Jetzt machen wir hier Weihnachtsgeschäfte hin. Da können die Leute dann Weihnachtsgeschenke kaufen. Und hier machen wir Bürogebiet hin. Da können die Leute dann während Weihnachten arbeiten gehen. Die dürfen ja nicht nach Hause gehen, ne? Das wäre... Oh. Die brauchen Strom. Ja gut, dass mir das mal einer sagt und so, ne? Was ist das denn? Ach so, dieser, diese Seile da. Ja. Also so ein Mast, der genauso aussieht, habe ich natürlich auch schon mal in echt gesehen. Aber ich denke, da war das kein Mast, um die Bevölkerung vor Katastrophen zu warnen, sondern einfach nur so ein Handymast, ne? Ich meine, die gibt's ja für verschiedene Sachen. Und da kann man ja alles Mögliche dran machen, ne? Wie wollen die damit eigentlich die Bevölkerung warnen? Ist das ein Radiosender oder wie? Ja, da müssen wir hier jetzt überall Stromleitungen verlegen. So. Brauchen diese Walddinger eigentlich auch sowas? Irgendwas braucht hier was? Überschwemmung? Katastrophenschutzeinheit! Schnell! Wieso ist das eigentlich so? Ja, ich habe hier sowas hingebaut in dem Zeitraffer-Video, damit wir hier richtig viel Strom erzeugen können. Und ich habe natürlich auch beachtet, dass das hier nicht zu hoch ist. Ich habe nämlich endlich verstanden, wie diese Dinger hier funktionieren. Die stauen nämlich wirklich das Wasser auf, bis das ganz hier oben hin ist. Und dann lassen die das erst durchfließen. Vorher fließt da gar kein Wasser und deswegen erzeugen die auch gar keinen Strom. Und deswegen staut sich das Wasser auch immer. Das hier ist jetzt das Einzige, was wir ändern müssen. Ja, und dann machen wir das einfach mal. Die Straße hier wird ja sowieso nicht benutzt. Ja, deswegen ist sie auch nicht mit Bäumen. Die Straße verlegen wir jetzt einfach mal hier so hin. Ich habe die so schön am Wasser verlegt. Was aber wahrscheinlich anscheinend keine gute Idee war. Aber das steigt jetzt nicht weiter an, ne? Weil hier ist ja schon die Grenze. Höher steigt das, glaube ich, nicht. Und die hier beobachten die Dingens, die Wasserhöhe. Sind aber sehr klein, ne? Okay. Ja. Also die Musik ist irgendwie gut, aber ich probiere mal das hier noch aus. Damit wir alles mal probieren. Vielleicht hört ihr das ja auch gar nicht. Egal, wenn ihr das nicht hört, dann moderiere ich ja heute trotzdem für euch weiter und ihr könnt mir dann zuhören. Vielleicht blende ich dann einfach hinterher Musik ein. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte hier noch nach Stromleitungen gucken, weil... Ja, der erzeugt keinen Strom mehr, weil da kommen irgendwie keine... Da kommt kein Nachschub mehr an Öl oder was das ist. Mhm. Die haben keinen Strom. Dann verlegen wir da einfach schnell Stromleitungen. Problem behoben. Und da ist auch kein Strom. Das ist noch so ein Warnungsding.
die Walddinger brauchen anscheinend keinen Strom. Sitzt da überhaupt einer drin? Da ist ja eigentlich ein Feuerwehrmann drin, stand da. Ich sehe da aber keinen. Na gut, es regnet auch, dann ist er wahrscheinlich da irgendwo drin. Singt da jemand? Mhm. Na gut, aber da stimmt, glaube ich, nur, dass dieses Gold FM mit dieser kommerziellen Musik ist, die man nicht verwenden darf. Hm. Sonst noch irgendwo irgendwas ohne Strom? Sonst sehe ich jetzt nichts, keine Meldung oder so. Da. Ich habe ja ganz viele von den Dingern gebaut. So, also die Musik stört mich irgendwie ein bisschen. Ich mache mal wieder das Standardding. Nur falls ich die sonst ausblenden muss, damit ihr jetzt wieder auch Musik hört. Ansonsten schreibt einfach, was ist besser, dieser Standarddingens oder hier Klassik oder das Radio. Oder wofür wir wahrscheinlich... Ja, das hier macht nicht so viel Sinn, egal. Also für das Radio haben wir wahrscheinlich eben dann die ganze Zeit... So, für das Radio haben wir dann eben wahrscheinlich die ganze Zeit kostenlos irgendwelche Sendemasten aufgestellt. Wieso leben hier so viele nicht mehr? Gibt's hier keinen... Doch, aber wahrscheinlich nicht genug. Bauen wir noch einen dahin und das müsste dann reichen. Gut, also von Katastrophe sehe ich jetzt im Moment nicht sehr viel. Ja, das ist immer... Das können wir eigentlich bald mal abreißen, ne? Wieso bekommt er eigentlich nicht genügend Treibstoff? Das bringt doch nichts. Das war letztes Mal auch so, als ich das Zeitraffer-Video aufgenommen habe. Anscheinend... Ja, kommt da nichts mehr. So, also hier... Wir haben Gewinn gemacht. Ja. Ja, ich denke mal, das war hier 20.000 mit Eintritt und da noch irgendwas anderes. Ja, solange wir minimal Gewinn machen, obwohl wir haben ja hier auch noch ein paar Ausgaben, ne? Unterhalt pro Woche. 6.4. 39, okay. Vielleicht sollte ich das doch mal ein bisschen erhöhen, weil wir investieren ja hier auch ordentlich was. Da müssen die auch mal ein bisschen was bezahlen, ne? Ich gehe da einfach so weit hoch, bis wir... Also jetzt haben wir hier 20.000 Gewinn damit. Und beim nächsten Mal gucken wir dann, wie viel Gewinn wir damit haben. Wie sieht es hier aus mit unserer Wasserstraße? Da ist alles noch gut. Das steigt anscheinend nicht weiter an. Ja, es sei denn, wir bekommen nachher irgendeinen Katastrophenalarm. Dann müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ja, hier haben wir jetzt so ein paar Schiffe. Habe ich eigentlich erklärt, was ich in dem Zeitraffer-Video gemacht habe? Also ich habe diese Abwasserdinge hier unten hingebaut. Weil, wenn man die... Ich habe ein paar Stunden lang hier rum experimentiert und ich habe die hier überall hingebaut. Weil ich dachte, dann können wir hier diese Stromerzeugungsdinger hinbauen. Und wenn da so richtig viel Abwasser fließt, dann wird das schon was bringen. Das hat auch erstmal funktioniert, da ist wieder Überschwemmung. Nur leider gab es dann überall Überschwemmungen. Das Wasser, das war so hoch, hier war die ganzen Brücken hier waren unter Wasser. Bis hier oben hin. Und hier die Städte, die waren auch komplett überflutet. Mindestens in diesem Bereich war alles überflutet. Und auf dieser Seite war es nicht ganz so schlimm, aber halt auch hier so ein bisschen überflutet. Und da sind die Leute einfach alle weggezogen und das hat dann nicht sehr viel Sinn gemacht. Deswegen habe ich die alle hier hingebaut und diese Wasserdinger, die haben so viel Wasser weggesaugt, dass dann nichts mehr übrig geblieben ist. Deswegen bin ich jetzt auf die hier umgestiegen.